Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, liegt hier sehr viel Kohle und ja, meine Schneeballmethode. Es gibt ein Schuldenupdate und was sich hier verändern wird, das zeige ich euch gleich. Also wenn ihr neugierig seid, dann bleibt einfach dran. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Ich bin die Pina, die Finanzpina, 43 Jahre alt. Wir sind ein Drei-Mann-Haushalt und hier auf meinem Kanal handelt sich alles um die Umschlagmethode, also kurz um Finanzen. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier Geld liegen. Ich hatte euch in den vorherigen Videos irgendwann mal gesagt, dass wir eine Mietnebenkosten-Nachzahlung hatten und das sind hier 320 Euro für alle neue. Damit ich euch ein bisschen auch abholen kann, da einige dazugestoßen sind, hatte ich irgendwann mal erzählt, ich habe das hier schon eingetragen und wir nehmen von diesen 323 Euro für eine Nebenkostenrückzahlung 320 Euro mit. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, dass wir hier, ich muss mein Buch mal, okay, mache ich später, will nicht reingehen. Und dementsprechend habe ich gedacht, dass ich diese 320 Euro nehme und in den Schuldenabbau reinpacke. Wer die Schneeballmethode noch nicht gesehen haben sollte, ich verlinke euch gerne mein ältestes, einer der ältesten Videos hier oben. Seid nachsichtig, da war ich noch ein bisschen schüchtern und leise. Aber trotzdem, da habe ich die Schneeballmethode richtig ausführlich erklärt. Hier werde ich mal kurz mal das nochmal erklären, damit ihr auch versteht, was das eigentlich hier so auf sich hat und wieso ich solch Früchte trage. Ich kann euch kurz einmal zeigen, weil ich schon Vorarbeit geleistet habe. Hätte ich die Schneeballmethode nicht gemacht, hätte ich diese Schulden tatsächlich noch bis Dezember 25 abzahlen müssen. So, ich klappe das mal kurz zu. Guck mal, ich habe es geschafft, mir das zu etikettieren, weil ich immer mit diesen zwei Büchern durcheinander kam. Und hier ist auch eine Etikettierung. Ich nenne sie ab sofort nicht mehr Spartöpfe 1 und auch nicht Sinking Funds 1, sondern das sind unregelmäßige Fixkosten. Ihr wisst, dass ich aktuell eine Serie am Laufen habe und ich werde tatsächlich detaillierter reingehen. Auch diese Vorlage für alle neue gibt es aktuell bis Ende März noch kostenlos auf meiner Homepage, also meiner Webseite. Den Link zu meiner Webseite findet ihr unten. Also alle, die hier reinschalten und Probleme haben mit ihren Schulden und die brauchen vielleicht eine Vorlage, dann schaut gerne rein, weil die gibt es zurzeit immer noch kostenlos auf meiner Webseite. So, also, das müssten jetzt 320 Euro sein. Wir zählen das einmal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Das sind 320 Euro und ich habe mir was richtig Gescheites ausgedacht. So, wir blättern zurück, weil da werde ich noch spezifischer drauf gehen, wieso ich euch sage, dass ich im Endeffekt viel, viel schneller rausgekommen bin. Weil das, auch wenn ich das jetzt als Vorlage verwendet habe, brauche ich absolut nicht mehr in den Fixkosten berechnen. Wir blättern einfach mal zurück. Ich habe das alles noch ein bisschen old school. Ich erzähle euch einmal, um welchen Schuldentopf das geht. Es geht um dieses. Das ist privat etwas von meinem Mann. Da möchte er nicht gerne, dass ich zu weit aushole. Das respektiere ich auch. Ich hatte tatsächlich 60 Euro immer monatlich, was ich überweise. Und durch die Schneeballmethode ist es eben halt so, dass ich mir tatsächlich, wenn ich mehrere Töpfe habe, die ich abbezahlen muss, nur damit ihr auch ein bisschen versteht, worauf ich hinaus will, dann schaue ich mir mal an, welcher Topf der niedrigste ist. Und wenn ich hier dann eine monatliche Rate habe von 30 Euro und dieses irgendwann abbezahlt habe, dann nehme ich diese 30 Euro, die ich als Puffer habe, und verstopfe sie für die nächste sozusagen. Und so habe ich durch diesen Schneeballsystem eben halt diesen diesen Erfolgserlebnis, dass ich schneller Sache abbaue, weil ich mir tatsächlich erst die kleinste Summe anschaue und dann mich irgendwann fokussiere auf die größte Summe. Ich habe tatsächlich schon ein paar Töpfe abbezahlt. Die nächste wäre natürlich jetzt das. Deswegen ist der Fokus jetzt da drauf. Das ist die nächstkleinste Summe gewesen und das ist die nächstgrößte Summe gewesen. Das heißt, ich habe hier jetzt nur die Möglichkeit,
da ich ja nur 60 Euro überweisen kann und ich eben halt von der Rate, die ich davor hatte, einen Puffer hatte von 60 Euro, weil ich davor den das Hobby abbezahlt habe, habe ich diese 60 Euro genommen und in die nächsten Kredit oder Schuldentopf gesteckt. Genau. Da ich hier aber die monatliche Rate nicht überweisen kann, habe ich mir eben halt in diesem Stil gedacht, dass ich die 60 Euro trotzdem nehme, nicht irgendwie verballer, verschleuder, ausgebe oder wie auch immer, sondern weiter in dieser Schneeballmethode. Wenn ihr wirklich nicht wisst, was ich meine, dann swipe zurück zu meinem alten Video, da erkläre ich es detaillierter. Dann könnt ihr mir hier nämlich auch am besten folgen, weil es doch ein bisschen komplexer ist. Aber trotzdem versuche ich mein Bestes zu geben, euch da richtig mitzunehmen. So, im Endeffekt, wo war ich? Ich kann nur, diese Rate ist fix, das sind 60 Euro. Ich habe mir gedacht, aber die anderen 60 Euro, die ich übrig habe, möchte ich trotzdem verwenden. Und ich habe mir tatsächlich dann gedacht, dass ich immer monatlich die 60, einmal überweise ich 60 Euro und einmal nehme ich die anderen 60 Euro und die werden hier dann gespart, bis ich die Summe X habe. Genau, weil dann verschwindet irgendwann dieser Schuldentopf aus den monatlichen Fixkosten, weil ich dann auch hier in diesem Fall 60 Euro wieder frei habe und sie dann in meinem Fall in das Autokredit stecken kann. So, für das Autokredit wird aber irgendwann separat ein anderes Video folgen. Ich nehme euch jetzt einfach mal zum Update mit, was sich hier jetzt ändert. So, ihr könnt sehen, ich hatte hier geschrieben, bis hier monatlich bezahlen und dann entwende ich diese 60 Euro aus dem Zipper. Mein Zipper ist damit eigentlich gemeint, dass ich hier sozusagen für meine Schulden separat auch Geld anspare, so dass ich dann irgendwann das nicht mehr von den monatlichen Fixkosten nehmen muss. Gut, soweit so gut. Da ich ja jetzt diese 320 Euro habe, habe ich mir gedacht, mein Ziel ist es dieses Jahr ja schuldenfrei zu sein. Also werde ich mit meinem Mann zusammen, haben wir uns hingesetzt, werde ich jetzt dieses Geld nehmen und hier natürlich in mein Zipper packen. Aktuell haben wir hier jetzt von 520 Euro. Durch die 320 Euro erhöht sich dann diese Summe hier auf 840 Euro. Soweit, denke ich, könnt ihr mir folgen. 60 Euro habe ich immer überwiesen. Dann habe ich hier noch eine separate Tabelle für jeden neuen, der hier dazugestoßen ist. Und 60 Euro sind jeden Monat hier mit reingekommen. Also habe ich in den Fixkosten eine Ausgabenpauschale von 120 Euro. Ich denke mal, bis hier könnt ihr mir folgen. Genau. Und ich habe das hier auch immer, weil hier hatte ich eine Ansparsumme von 820 Euro. So, und jetzt versuche ich euch mitzunehmen. Wenn ich jetzt bis Oktober dieses Jahr immer das so weitergemacht hätte, ohne jetzt das Geld zu verstopfen, hätte ich hier eine monatliche Rate, die ich überwiesen hätte, bis Oktober dieses Jahr. Und wäre ich hier auch so weitergeblieben in diesem Stil, hätte ich bis August sozusagen auch 60 Euro reinpacken müssen. Dann hätte ich die 820 Euro voll. Dann hätte ich monatlich diese Rate weiter überwiesen. So. Aber ich hätte keine Schulden mehr sozusagen, weil ich das Geld zum Überweisen eigentlich schon gespart habe. Und für mich wäre das Thema sozusagen erledigt. Ich denke mal, ihr könnt mir soweit folgen. Da ich jetzt natürlich die 320 Euro, ich sagte schon letztes Mal, es könnte ein bisschen komplexer werden, aber ich versuche wirklich mein Bestes zu geben und euch da mitzunehmen. So, da ich jetzt diese 320 Euro reinstecke, werde ich jetzt mit euch natürlich hier nochmal den März reinpacken, hier die Summe umändern. Dann nehme ich euch tatsächlich einmal mit, damit ihr mir, ich habe hier extra auch Punkte gemacht. Ich werde diese Summe jetzt hier einmal umändern und das einmal erhöhen auf 320 Euro. So, dann werde ich hier einen Haken setzen. Für mich dann erledigt. Upp. Fertig. Das heißt, die Summe erhöht sich dann jetzt hier auf 840 Euro. Das ist natürlich mein Tracker für mein Zipper. So, das Geld könnt ihr tatsächlich jetzt auch nehmen. Gleich machen wir später, damit wir auch ein bisschen Spaß haben. So, und dann werde ich das hier jetzt natürlich ändern, weil ihr werdet sehen, dass sich hier jetzt etwas verändern wird. Und zwar die Ansparsumme. Ich bin schneller durch damit, aber die Ansparsumme erhöht sich hier in diesem Fall, weil ich habe hier schon eine Markierung gemacht.
hier war die ursprüngliche Markierung, wenn ich die 820 Euro nehme, dass ich dann ab sofort das von dem Zipper hier rausgenommen hätte. Und dann wäre das von den Fixkosten vorbei. So, jetzt packe ich aber viel, viel mehr Geld rein und dementsprechend verändert sich hier jetzt die Tabelle. Ihr seht schon, ich habe hier einen Strich gezogen bis 1060. Wenn ich ab einer Restsumme, erkläre ich euch einmal hier kurz, einer Restbetrag, 1060 wären offen, da, minus die 60 habe ich dann einen Restbetrag von 1000 und das so weiter. In August wieder würde ich von den Zipper 60 entwenden, dann hätte ich einen Restbetrag von 940. Und das mache ich tatsächlich hier auch, damit ich auch immer auf dem neuesten Stand bin, wie viel Schulden sind noch offen sozusagen. Dann könnt ihr das sehen. Das heißt, ich mache die Linie jetzt bis 1060. Das heißt für mich im Umkehrschluss, ich muss hier in diesem Topf für meine Zippertasche natürlich auch 1060 ansparen. Das ist die erste Veränderung. Ich lasse das nochmal stehen. Das werde ich dann später auf Kamera umändern, aber so, dass ihr eben halt mitkommen könnt. So. Das heißt, jetzt haben wir im Topf 840 Euro und ich werde hier das jetzt einmal umändern. Und zwar verkürzt sich jetzt diese Laufzeit. Ich werde das hier alles wegnehmen. Ich habe das nicht umsonst mit dem Friction-Stift gemacht, dass wenn sich hier was ändert, ich das immer noch machen kann, ohne dass hier Geschmiere entsteht. So. Das heißt für mich, nicht ab Oktober entnehme ich es vom Zipper, sondern tatsächlich schon ab Juli. Ich werde das hier natürlich rausschneiden, weil das Radieren muss jetzt nicht sein. So, dann habe ich hier das jetzt einmal umgeändert und habe mir hier notiert, ab hier Zippertasche. Das heißt, ich habe jetzt rein theoretisch nur noch bis Juni werde ich aus den Fixkosten sozusagen diese Transaktion überweisen und ab Juli, das werden wir hier dann einmal umändern, zeige ich euch einmal, wie sich das hier verändert. Die Daten lasse ich hier stehen. Ich habe dann den März, ich habe den April, den Mai, den Juni, den Juli und tatsächlich verschwindet hier jetzt der August. Und das werde ich auch einmal kurz im Schnelldurchlauf euch da einmal mitnehmen, weil dann 840, oder nee, ich nehme euch jetzt einfach mal mit, 840 Euro plus die 60, dann bin ich hier bei 900. Ich glaube, bis hier könnt ihr mir folgen. Plus die 60, dann bin ich bei 960. Irgendwo habe ich jetzt einen Denkfehler. März zweimal, 320. April, Moment mal, da ist der Denkfehler. So, das wird März. Ihr habt das bestimmt schon gesehen. Und dann kommt hier natürlich April, Mai, Juni hätte ich doch stehen lassen können, weil ich den Juli brauche. Aber auf jeden Fall habe ich mir jetzt hier einen Monat schon mal gespart. Und im Juli tatsächlich, im Juli, nicht August. Und im Juli tatsächlich nur noch eine Restsumme von 40. So, das heißt, hier erhöht sich das dann auf 1020 Euro. Hier rechne ich natürlich plus, weil in meiner Zippertasche erhöht sich das Geld. Und dann fehlen mir hier dann nach Adams Riese nur noch 40 Euro. Und das heißt, ab sofort sogar für meinen Autokredittopf bleibt mir hier in den Fixkosten jetzt, um das neu zu besparen, 20 Euro, weil meine Rate war hier immer 60. Das heißt, da kann ich im Umkehrschluss dann natürlich auch was machen und ändern. Und das werde ich natürlich tun. So, und ich freue mich tierisch, weil da ich das jetzt umgeändert habe, heißt das ja im Umkehrschluss, dass ich jetzt viel, viel schneller durch wäre. Und ab hier sozusagen entwende ich dann für die monatliche Rate das Geld dann aus meiner Zippertasche
und überweise das. Und wenn ihr jetzt mal seht, hätte ich die Schneeballmethode nicht, hätte ich tatsächlich bis Dezember 25 weiterhin diese monatlichen 60 Euro abbezahlt. Und ich habe mir fast 2 Jahre so gespart, kann man sagen. Also 1,5 habe ich mir eingespart und ich habe mir das aufgeschrieben. Ich werde das hier dann auch immer abhaken, sobald ich die Überweisung getätigt habe. Aber diese 60 Euro bleiben mir dann natürlich zur Verfügung. Und die letzte Rate wäre tatsächlich im Dezember 25, die ich überweisen würde, die ihr dann aber in den Fixkosten gar nicht mehr sehen würdet, weil sie würde tatsächlich ab Juli, dann wisst ihr schon mal, wie das laufen wird und da werde ich euch natürlich mitnehmen. Ab Juli wird sie hier das letzte Mal drin stehen mit 40 Euro, weil diese Rate im August, im Juni noch die 120 fix, die ihr hier auch immer drin gesehen habt, 120, 60 plus 60 und ab Juli sozusagen nur noch 40 Euro und dann wird sich die Rate natürlich auch da verändern, dann im Autotopf. Ich habe eine zusätzliche Rate im Autotopf von 195 Euro. Das heißt, einmalig, wo ich die 20 Euro habe, werde ich dann die 20 Euro dazu packen. Das heißt, das wird sich dann da einmal erhöhen auf 215 und ab August sozusagen ab 255 Euro. Und dann hätte ich nur noch das, worauf ich mich fokussieren würde. Und da bin ich tatsächlich gespannt. So, ich kann euch noch einmal zeigen, was sich hier dann dadurch verändert hat, weil ich habe hier natürlich dann alle Motive angemalt. Und zwar in diesem Fall bleiben mir dann nur noch 400 Euro übrig, weil im Zipper hier drin fehlen mir ja bis 1060 nur noch 220 Euro und hier nach Adams Riese natürlich 180 Euro, weil 3x60 180 Euro und das ist dann komplett 400 Euro und das heißt, mein Start war 2700 Euro minus natürlich die 400, die noch offen sind, habe ich dann abbezahlt sozusagen 2300 Euro, was ja nicht ganz stimmt, weil die haben das Geld natürlich nicht gekriegt, aber ich habe das Geld schon voll. So, und dementsprechend konnte ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Smileys hier anmalen und das ist der Rest. Und wenn das voll ist, ist das dann auch aus den Fixkosten dann bei mir raus. Dann habt ihr das auch einmal gesehen. Und dann würde ich sagen, dann mache ich hier die Punkte einmal raus. Da wir auch kein Update gemacht hatten hier drin, da kann ich euch auch einmal kurz das einmal schauen. Hier konnte ich tatsächlich 2 anmalen. Und dann sind wir jetzt bei einem Rest von 2016. Da gehen wir hier auch einmal kurz rein. Da habe ich am 29.02. die 140 Euro wurden abgebucht. Da waren ein Zinssatz von 4,67, die abgegangen sind. Und dann waren wir hier bei 2211,69 Euro. Ich habe nochmal die Extrarate überwiesen von 195 Euro. Und jetzt sind wir aktuell auf den Stand von 2016,69 Euro. Und jetzt machen wir das Schöne. Ich werde das Buch einmal kurz zur Seite packen. So. Ich habe es hier zwar schon abgehakt, aber jetzt will ich das natürlich verstopfen. Also, dann nehmen wir uns jetzt unser Schuldenbuch. Hier nicht irritieren lassen, das ist ein ganz alter Binder oder Binder, nicht Binder. Und jetzt möchte ich tatsächlich das Geld hier reinpacken und das hier auch gleich festhalten. So. Ich werde da extra Budget reinschreiben, dann weiß ich das. Und dann kommen jetzt 320 Euro rein. Und dann sind wir hier tatsächlich dann auf 840 Euro. Ja, und das werden wir tatsächlich jetzt einmal machen. Und das ist das Geld, was ich dann monatlich 60 Euro nehmen werde. Und das verrechne ich. Dann brauche ich nämlich immer
beim Cash Stuffing weniger abzubuchen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, das sind 840 Euro. Und ganz ehrlich, Leute, ich freue mich so. Ich freue mich so, dass ich tatsächlich so viel schon zusammensparen konnte und dass die Schneeballmethode richtig cool aufgeht. Aber so richtig cool. Weil wenn ich mir das hier mal anschaue, wie viel Zeit ich dadurch eingespart habe und schneller werden konnte, ist das tatsächlich ein Verdienst. Ich kann es nicht glauben. Also ich mache das ja jetzt schon seit, wann habe ich damit angefangen? Guck mal, 22 war ich schon dabei. Seit 22 mache ich dieses System. Und ich habe dadurch 2 Jahre, ich runde das Ganze jetzt einfach mal auf, 2 Jahre eingespart und bin dadurch schneller geworden. Ich feiere das gerade. Ich feiere das gerade richtig. So, dann gehen wir auch zum Passat. Hier wisst ihr, dass ich ja auch immer verkehrt. Hier ist alles schon eingetragen. Hier ist tatsächlich nur Spielgeld, weil ich mir da einen Spaß erlaube, dass hier immer das Geld weniger wird. Und das sind jetzt noch 2016, die offen sind. Ich habe tatsächlich meine Platzhalter hier reingetan. 1000, 2010 und 15 habe ich hier tatsächlich abgerundet. Und da bin ich ja gespannt, ob mein Ziel dieses Jahr aufgehen wird. Ich bin richtig gespannt. Wer meine Videos nicht gesehen hat, ich habe ja irgendwann über meine Ziele gesprochen. Und das war's dann eigentlich. Ich habe ja nur diese 2. Und ja, sobald ich damit anfange, werde ich dann irgendwann noch ein separates Video machen. Ich denke irgendwann zum Juni, Juli. Und da gehen ja natürlich die Updates dann auch im Autotopf noch durch. Und ihr Lieben, ich hoffe, ihr könnt sehen, wie das fruchtet. Ich bin mega glücklich darüber. Und ja, das werde ich euch dann irgendwann auch zeigen, wie ich da natürlich vorgehe ab Juli, weil ab Juli verschwindet das. Und ja, dann habt ihr das aber zumindest mal gesehen. Und ich werde mich tatsächlich jetzt ransetzen und das für meine Serie gleich ein Video drehen. Genau, für meine Serie. Für alle Neue, die das nicht wissen, meine Step-by-Step-Reihe, wie man natürlich mit seinen Finanzen in den Griff kommt, habe ich schon gestartet. Und jetzt geht es tatsächlich um Kassensturz sozusagen, aber auch da Step-by-Step-by-Step. Wir fangen tatsächlich mit dem Fundament an und da werde ich mich gleich fertig machen und da könnt ihr mich natürlich auch sehen. Also bleibt gespannt, das wird tatsächlich das nächste Video sein. Ich denke sogar noch vor dem Wochenabschluss. Ich werde mal sehen, wie weit ich komme. Da habe ich auch einiges gemacht. Ich kann euch auch erzählen, jetzt schon im Voraus, dass es in meinem Shop einen neuen Banner gibt, den ich mit eingebunden habe. Und da werdet ihr zukünftig alle Vorlagen, die ich erstelle für meine neue Serie und ihr sagt, die kann ich gebrauchen, dort drin reinpacken, damit ihr sie auch schneller findet. Da könnt ihr gerne, ist auch unten verlinkt, mein Shop. Da könnt ihr gerne reinsutschen, da seht ihr das schon, der ist ganz nach oben gesutscht, dieser Banner, weil ich euch tatsächlich ja helfen möchte. So, ich bin mega glücklich, ich feiere das gerade und dann würde ich sagen, ihr Lieben, danke, dass ihr reingeschaltet habt, dass ihr euch Zeit für mich genommen habt. Über ein Like, ein Kommentar und ein Abo würde ich mich mega freuen und dann sieht man sich bald auch schon wieder. Also bis dahin, bye!